So, meine Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr habt es euch gewünscht, LTV to CAC, was sind die genauen Kennzahlen, wie errechnet man das Beispiel aus der Agenturwelt? Was konkret ist das? Das ist gerade eine Stunde massiver Value, deswegen viel Spaß bei diesem Video. Fangen wir erstmal direkt an, euch die Kernbegriffe zu erklären. LTV, CAC oder auch anders gesagt Lifetime Value und Customer Acquisition Cost. Das sind eigentlich nur zwei Werte, die im Verhältnis zueinander im Grunde genommen eure Profitabilität in euren Marketing- und Vertriebsmaßnahmen beschreiben. Das heißt, wie effizient seid ihr im Marketing und Vertrieb? Beispielhaft, ich habe ein Fitnessstudio und da bleibt ein Durchschnittskunde 4 Jahre lang und er zahlt im Schnitt 50 Euro Monatsbeitrag. Dann habe ich einen Lifetime Value von 50 Euro mal durchschnittlich 48 Monate von 2400 Euro. Das wäre in dem Fall mein Lifetime Value. Natürlich muss ich hiervon noch die Fulfillment-Kosten abziehen. Das heißt, was kostet es mich anteilig an Miete, an Gerätschaften, an Personalkosten, Elektrizität, Wasser, was auch immer es alles ist. Aber das ist ungefähr das, was ein Kunde bei mir im Durchschnitt ausgibt. Und ich müsste meinetwegen, weil ich im Marketing so und so viel ausgegeben habe, kommt bei mir raus, dass ich, um einen Kunden zu gewinnen, im Schnitt meinetwegen 60 Euro ausgebe. Ist eine utopische Zahl im Vergleich zu dem, was wir einnehmen, aber angenommen, das wäre das. Das heißt, in diesem Rechenbeispiel hätte ich dann ein Verhältnis, in dem ich nämlich 2400 durch 60 teile, von 40 zu 1. Das wäre mein LTV to CAC. Bedeutet für mich als Business Owner dieses Fitnessstudios, ich habe die Gewissheit, dass wenn ich weiterhin diese Vertriebs- und Marketingmaßnahmen betreibe, kriege ich für jeden Euro, den ich in Vertrieb und Marketing stecke, 40 Euro zurück. Das ist im Grunde genommen die Erkenntnis darüber. Das heißt, ich weiß sofort, wie effizient ich bin und vor allem auch, ich kann daraus ablesen, welche Maßnahmen ich ergreifen muss. Und heute will ich euch erklären, wie ihr das Ganze auch für euer Business anwenden könnt und wie ihr daraus Zahlen und Daten und faktenbasierte Entscheidungen für euer Business treffen könnt. Fangen wir direkt mal an mit den Erklärungen der einzelnen Kennzahlen. Also, wir haben gerade eben schon kennengelernt, LTV, CAC, Lifetime Value, Customer Acquisition Cost. Wir haben aber jetzt noch eine dritte Kennzahl, das nennt sich Lifetime Gross Profit, LTGP. Hey, kurze Werbeunterbrechung, aber keine richtige Werbung. Ich brauche Feedback von dir. Pass auf, wir testen gerade viel, wir machen viel mehr Long-Format-Content, wir sind weg vom Geschnörkelten und man weiß nicht, was wir machen, hin zu Nitty-Gritty-Hard-Stuff. Ich helfe dir jetzt mal. Gefällt dir das? Weil ich rede gerade wie ein Bescheuerter in der Kamera. Ich kann nicht wissen, was du denkst. Deswegen, gib mir ein Feedback, sag mir, ob es dir gefällt. Sag mir, ob wir mehr davon machen sollten oder ob du eher Lust hättest auf den anderen Kram wie Vlogs, Lifestyle und einfach mehr Oberflächliches. Mir tatsächlich gefällt es mehr, über diesen Kram zu sprechen, wirklich euch konkretes Feedback zu geben, was ihr tun solltet mit eurer Agentur. Aber wenn ihr sagt, wir machen wieder Vlogs, dann machen wir wieder Vlogs. Also, bis dahin, ciao. Und der Lifetime Gross Profit ist im Grunde genommen das, worüber ich gerade gesprochen habe. Natürlich, wenn ich 50 Euro, im Fitnessstudio-Beispiel einmal zu bleiben, wenn ich 50 Euro 48 Monate lang einnehme, kriege ich natürlich 2-4 aufs Konto. Aber ich verkaufe ja keine heiße Luft. Ich muss ja auch die Raummiete bezahlen, ich muss die Fitnessstudio-Gerätschaften bezahlen, anteilig pro Mitarbeiter, pro Mitglied. Ich muss die Elektrizität bezahlen, ich muss das Personal bezahlen, bla bla bla. Also bleiben von diesen 2-4 hier eigentlich deutlich weniger übrig. Also ich muss ja irgendwo Delivery Cost haben. Das heißt, der Lifetime Gross Profit misst eigentlich nur, was für eine Bruttomarge ich am Ende des Tages habe oder was für ein Bruttogewinn ich am Ende des Tages fahre, nachdem ich meine Delivery Kosten abgezogen habe. Das ist super wichtig, weil die meisten von euch sagen, ja, ich kriege von einem Kunden 10.000 Euro, Retainer, über ein Jahr verteilt, ich kriege 120.000 Euro, das ist mein Lifetime Value. Ja, okay, aber kriegt er was dagegen dazu? Natürlich, du musst eine Videoproduktion machen, du musst Mitarbeiter stellen, die sein Fulfillment machen, die sein Delivery machen. Das heißt, du ziehst dann auch sehr, sehr viele Kosten ab. Das heißt, von den 120.000 Euro, die überwiesen werden, bleiben realistisch betrachtet irgendwas zwischen 100 und 70.000 Euro auf deinem Konto. Wenn du eine Videoproduktionsagentur hast, ist das nochmal deutlich, deutlich schlimmer, weil du dort viel mehr Fulfillment-Kosten hast als bei einer klassischen Marketingagentur, die nur Ads schaltet. Aber, um diese Begriffe aber zu erklären, Customer Acquisition Cost, wie viel Geld muss ich ausgeben, um einen Kunden zu gewinnen? Lifetime Value, wie viel Geld zahlt mir ein Kunde? Lifetime Gross Profit, wie viel Profit mache ich an einem einzigen Kunden? Und Delivery Cost, was gebe ich im Schnitt pro Kunde an Delivery Kosten aus? Wie errechne ich nun die Delivery Cost? Der Delivery Cost ergibt sich halt daraus, dass ich meistens mein Fulfillment-Personal zusammenrechne. Ja? Also angenommen, ich betreue in meiner Agentur 50 Kunden und bin bei 100%iger Auslastung. Das ist die Beispielrechnung. Ich habe 50 Kunden,
und ich bin bei 100%iger Auslastung, es kann nicht mehr effektiver sein, dann würde ich zusammenrechnen, was habe ich ausgegeben in Zeitraum X für mein Fulfillment-Personal. Also ich habe 2 Mediabuyer, die kosten mich 3.000 Euro, das heißt insgesamt 6.000 Euro. Das multipliziere ich nochmal mal den Faktor 1,5 bis 1,8, um die Vollkostenrechnung zu bekommen. Der Faktor 1,3 umfasst halt eben Sozialversicherungen, Abgaben und so weiter. Mit 1,5 bis 1,8 rechnest du noch ein Fortbildungen, Krankheitstage, Equipment, Miete fürs Büro, weil du ja im Schnitt 15 bis 25 Quadratmeter Bürofläche mieten musst pro Mitarbeiter und so weiter und so fort. Ich würde in dem Fall mit meiner Agentur rechnen, hey, ich habe zweimal Fulfillment-Personal mit 3.000 Euro jeweils abgefrühstückt, das sind 6.000 Euro, rechne ich mal 1,5, das heißt, ich habe 9.000 Euro Kosten pro Monat und ich habe sie 6 Monate lang eingestellt, das heißt, ich habe 9.000 Euro Kosten mal 6 Monate, weil ich meinetwegen den Delivery-Cost für die letzten 6 Monate rausbekommen will, dann hätte ich hier schon mal 56.000 Euro, beispielhaft, an Delivery-Kosten, wenn sie jeweils 6.000 Euro kostet. Ich hoffe, das macht Sinn, ja? Wir machen es vielleicht gleich mal auf einer anderen Folie. Und dann würde ich noch hinzufügen, okay, was habe ich ausgegeben für Equipment? Muss ich Equipment mieten potenziell? Weil ich habe vielleicht eine Videoproduktionsagentur, musste mir irgendwelche Kameras mieten. Ich habe vielleicht Laptopkosten, die ich bei geleased habe bei Apple oder ich die finanziert habe oder was auch immer. Muss auch mit dazukommen. Tools. Nutze ich vielleicht Funnel-Bilder, die mich jeden Monat 700 Euro kosten fürs Fulfillment? Ja? Nein? Vielleicht? Keine Ahnung. Adspend. Habe ich vielleicht ein Offer, wo ich gesagt habe zum Kunden, hey, Sie zahlen bei mir 6.000 Euro, aber 1.000 Euro Adspend ist inkludiert. Diese 1.000 Euro sind nicht deins, es ist ein Delivery-Cost. Dann Freelancer. Beauftrage ich regelmäßig für mein eines Offer, für mein Upsell-Offer einen Freelancer, der mich 2.000 Euro pro Drehtag kostet, damit er die Videos kreiert? Ja, nein, vielleicht. Muss auch mit rein. Location-Miete. Habe ich eine Location gemietet? Habe ich irgendein Büro gemietet für meinen Kunden für den Dreh? Und habe ich irgendwelche Reisekosten, die ich für meine Mitarbeiter aufbringen muss? Das heißt, wir nehmen jetzt mal eine Beispielrechnung. Ja, gehen wir mal hier rauf und versuchen, das Ganze mal auszurechnen. So, spulen wir mal vor. Angenommen, ich habe hier Delivery-Kosten. Zack. Also, ich habe eine klassische Agentur. Meine Agentur betreut bei voller Auslastung 50 Kunden. Und ich weiß ganz genau, ich bin bei voller Auslastung. Diese Agentur beschäftigt 2 Fulfillment-Mitarbeiter im Media-Buying. Diese 2 Media-Buyer verdienen insgesamt 6.000 Euro. Dann habe ich ein Funnel-Builder wie OnePage, Perspective, was auch immer. Dafür gebe ich auch nochmal 2.000 Euro im Monat aus. Plus, ich habe insgesamt 50 Kunden betreut und bei der Hälfte der Kunden habe ich auch nochmal 1.000 Euro Werbebudget hinzugefügt bei jedem ihrer Projekte. Das heißt, ich habe nochmal 25.000 Euro Adspend gehabt. Adspend. Das ist ein Funnel-Builder. Plus, ich hatte insgesamt für meine gesamten Kunden für diese 50 Projekte nochmal Reisekosten in Höhe von 10.000 Euro. Weil ich hatte Drehs. Ich habe auch noch Freelancer engagiert in Höhe von 7.500 Euro. Ja. Und wenn du selber daran gearbeitet hast, ist es auch wichtig, wenn du dein Fulfillment noch selber machst, musst du die Zeit einrechnen, die es dich gekostet hätte, wenn du deine Zeit, wenn du jemand anderes dafür beauftragt hättest, das Fulfillment für dich zu machen. Ja, das ist super wichtig, weil viele von euch machen das Fulfillment selber, sagen, ich habe keinen Delivery Cost. Doch, du Dödel, weil du bist kein Sklave, denn wenn du jemanden dazu beauftragen wollen würdest, dass er das Fulfillment für dich übernimmt, dann hättest du ihn bezahlen müssen. Also, ich sag mal, okay, ich habe auch beim Fulfillment mitgeholfen, ich bin ja selber der Gründer. Wenn ich mich selbst als Vollzeitkraft ersetzen wollen würde, müsste ich auch nochmal, das ist ein Freelancer, das sind Reisekosten. Wenn ich mich selber ersetzen wollen würde als Gründer, müsste ich nochmal eine halbe Arbeitskraft einstellen, das sind auch nochmal 1.500 Euro. So, wie gesagt, ich nehme hier das mal 1,5, dann bin ich hier bei 9.000 Euro, über 6 Monate. Bin ich bei 56.000 Euro. Dann habe ich hier nochmal 1,5 mal 6 sind 9.000 Euro. 6 Monate, sorry. Mal 1,5 bin ich auch nochmal bei 13.500 Euro gelandet. So, jetzt rechne ich das alles zusammen. 56.000 plus 13.500 sind 69.500. Und so weiter und so fort. Wir rechnen das einmal ganz kurz zusammen, boah, um das einfach mal sauber zu haben. Entschuldigung. 56.000 Euro plus 13.500 plus 2.000 Euro für den Funnel-Builder
Plus, ich habe ausgegeben 25.000 Euro Adspend, die ich verauslagt habe als Teil meiner Delivery. Plus, ich hatte Reisekosten in Höhe von 10.000 Euro. Plus, ich hatte nochmal 7.500 Euro Freelancer beauftragt für meine Videodrehs. Das teile ich nun. Ja, das sind 114.000 Euro. 114.000 Euro Gesamt-Delivery-Kosten durch die 50 Kunden. Dann weiß ich, ein Kunde kostet mich also 2.280 Euro an Delivery-Kosten. Das müsste ich nun abziehen von dem Gesamtauftragsvolumen, was mir diese Kunden bringen. Super wichtig. Also, weiter im Text, wir gehen nochmal zurück. Zack. Also, wir haben den Delivery Cost, wir haben den CAC, wir haben den LTV, wir haben den LTGP. Den LTV berechnet man ganz klar, indem man nimmt das Auftragsvolumen von Zeitraum X. Das heißt, angenommen, ich nehme das Gesamtauftragsvolumen. Alle meine Neukunden, alle meine Upsells und Cross-Sells nehme ich dann. Das ist dann Auftragsvolumen von meinetwegen, ich habe im ersten 6 Monaten meinetwegen 600.000 Euro gemacht. Ich habe eine durchschnittliche Zahlungsausfallquote, davon muss ich natürlich auch noch abziehen, eine durchschnittliche Zahlungsausfallquote von 5%. Und die teile ich dann durch die Anzahl der individuellen Kunden, nicht durch die Verträge, die geschlossen worden sind. Das heißt, um wieder bei der Rechnung zu bleiben. Also, wir nehmen den LTV, den berechnen wir wie folgt. Ich habe ein Gesamtauftragsvolumen, ich will den jetzt meinetwegen rechnen für Januar bis Juni. Von Januar bis Juni habe ich ein Gesamtauftragsvolumen von Neukunden, Upsells, Cross-Sells. Habe ich ein Gesamtauftragsvolumen in Höhe von 750.000 Euro generiert. Meine durchschnittliche Zahlungsausfallquote die letzten 12 Monate war meinetwegen 5%. Die individuellen Kunden, die diese 750.000 Euro ausgemacht haben, sind meinetwegen in dem Fall, keine Ahnung, lass es 25 Kunden sein. Also, wir rechnen das jetzt aus. Ich nehme 750.000 Euro minus 5% durch die Anzahl der Kunden, 25 Kunden. Das ergibt einen Lifetime Value von so, 750.000 minus 5% sind 712.500 hier oben durch die 25. Das heißt, ich hätte einen Lifetime Value von 28.500 Euro. Das heißt, ich weiß, in der Periode Januar bis Juni hatte ich einen durchschnittlichen Kundenwert von 28.500. Wir erinnern uns jetzt, wenn wir jetzt meinetwegen sagen, das ist die gleiche Agentur, dann hatte ich ja einen Delivery Cost von 2.280. Das heißt, um den Lifetime Gross Profit nun auszurechnen, rechne ich die 28.500 minus die 2.280, soweit ich weiß, ja. Und das würde dann mein Lifetime Gross, das ist einmal der LTV hier. Und der Lifetime Gross Profit wäre in dem Fall bei dieser Agentur minus 2.280 26.220. Das wäre der Lifetime Gross Profit als Beispiel. Das heißt, ich weiß, pro Kunde nehme ich ein Bruttomarge nach Abzug meines Deliveries 26.220 Euro. Super gut, die Delivery Kosten sind unter 10% ist natürlich brutal, wird kaum einer hinbekommen, aber ist gut, ist super. Gibt auch einige Agenturen, die das hinbekommen. So, gehen wir nun zurück zu die letzte Metrik, es sind die Customer Acquisition Costs. Die Customer Acquisition Costs beschreiben, wie gesagt, die Metrik, was kostet es mich, einen Kunden zu gewinnen. Das heißt, wir wissen gerade, wir haben 28.000 Euro glaube ich, Lifetime Value gehabt und 26.000 sonst was Euro hatten wir an Lifetime Gross Profit oder wie auch immer. Das schauen wir uns gleich nochmal an, was genau die Zahl war. Aber jetzt will ich auch nochmal rausfinden, was kostet es mich denn, so einen Kunden zu gewinnen? Das heißt, ich nehme die gesamten Marketing- plus Vertriebskosten durch die Anzahl der gewonnenen Kunden im Zeitraum X. Das heißt, so, wir gehen wieder zurück. Boah, dieses Hin- und Herspulen ist echt nervig. Wir gehen wieder zurück auf unsere Folie hinten. Also, wir wissen jetzt, wir kriegen im Durchschnitt 28.500 Euro pro Kunde. Verdienen aber 26.220 Euro dran, weil uns kostet es 2.280 Euro ihn zu delivern. Jetzt müssen wir noch herausfinden, was es uns kostet, um diesen Kunden überhaupt zu gewinnen. Das heißt, ich habe dann in dem Fall in meiner Agentur 3 Vertriebskräfte,
die mich jeweils 2,5 kosten. 2.500 Euro und die haben mich mal 1,5 wieder, mal 6 Monate. Was ich auch noch habe, ist, ich habe Provisionen ausgeschüttet auf diese 750.000 Euro. Na gut, eigentlich waren es 712.500 Euro. Ich habe Provisionen in Höhe von 10% Provision. Das heißt, ich muss mein Auftragsvolumen mal 10% nehmen. Provi. Das heißt, dann nehme ich das Auftragsvolumen mal die 10%. Das wären in dem Fall 75.000 Euro, aber davon kommen ja nur 712.500 an. Das heißt, ich habe hier 71.250 Euro Provi, die darauf ausgeschüttet wird. Achtung, wenn du selber closed, heißt das nicht, und du dir die Provision nicht ausgezahlt hast, heißt das nicht, dass du die Provi einfach vergessen darfst. Ja? Sehr viele von euch closen selber und denken dann, oh, mein LTV to CAC, der ist super, ich gewinne ja Kunden so günstig. Ja, weil du dich selber versklavt hast. Genauso wie du dich selbst nicht im Delivery versklaven darfst als Rechnung, musst du dich auch im Vertrieb genauso einzählen als potenzielle Kosten, die du gehabt hättest. Dann nehmen wir CRM. Ich habe CRM-Kosten in Höhe von 1.000 Euro im Monat, weil ich HubSpot jeden Monat 1.000 Euro in den Rachen schieben muss. Was habe ich noch? Ich habe insgesamt, wenn du Marketingkosten hast, wie Adspend, was du selber ausgegeben hast, ich habe auch noch Ads geschalten und diese Ads haben mich insgesamt, lass es 30.000 Euro kosten. In den 6 Monaten. Habe ich sonst noch irgendwas gemacht? Nee, das war's. Okay, alles klar. Also, wir haben meine 3 Vertriebskräfte. Die kosten mich 7.500 mal 6 Monate, sind 45.000 mal Faktor 1,5, um die Vollkostenrechnung zu haben, bin ich bei 67.500 Euro. Okay? Das ist das, was mich für Vertriebe kosten. Ich habe hier nochmal 71.250 Euro Provi auf das Auftragsvolumen, was generiert worden ist. Ich habe zudem auch noch CRM-Kosten mal 6 Monate in Höhe von 6.000 Euro und ich habe auch noch Ads ausgegeben in Höhe von 30.000 Euro. Das heißt, wir rechnen einmal zusammen und gewonnene Kunden, das ist auch wichtig, das muss ja durch die Anzahl der gewonnenen Kunden, ich habe in der Zeit, habe ich insgesamt, boah, lass es, keine Ahnung, 15 Kunden sein. Das heißt, ich nehme dann nun die 67.500 und multipliziere den gesamten Betrag plus 71.250 plus 6.000 plus 30.000. Dann bin ich bei 174.750 Euro an Gesamtmarketing- und Vertriebskosten, die ich nun teile durch 15 Kunden. Und dann weiß ich, ich hatte einen Customer Acquisition Cost von 11.650 Euro. Es hat mich 11.650 Euro gekostet, um einen Kunden zu gewinnen im Schnitt die letzten 6 Monate. Wenn ich es jetzt zusammenrechne und ich es gegenüberlege, dann habe ich einen CAC von 11.650 und ein Lifetime Gross Profit von 26.220. Und da fällt einem dann auch schon auf, was das Problem ist, aber dazu kommen wir gleich. Wenn ich nun diese Dinge gegenüberstelle, 26.220 durch die 11.650, dann habe ich nur einen Faktor von 2,25 zu 1. Das heißt, für jeden Euro, den ich ausgebe, kriege ich im Schnitt 2,25 Euro zurück. Das heißt, obwohl ich relativ gut bin in den Delivery-Kosten, bin ich zu ineffizient im Vertrieb oder verdiene zu wenig an einem Kunden für das, was ich gewinne. Okay? Also, gehen wir nochmal zurück, um euch die ganzen einzelnen Sachen zu erklären. Zack. Warum sind diese Zahlen so wichtig? Ganz einfach, weil es nur 2 Wege gibt, ein Monopol zu bilden. Der erste Weg ist es, dafür zu sorgen, dass du einfach alle radikal undercuttest. Wenn du und ich Orangen handeln und ich krieg meine Orangen für 5 Cent das Stück und du kaufst deine Orangen beim gleichen Händler ein für 1 Euro das Stück. Kannst du machen, was du willst. Ich werde immer gewinnen. Warum? Weil ich dich einfach massiv undercutte vom Preis. Du kannst deine Orangen nur gewinnbringend anbieten, wenn sie über 1 Euro kosten. Ich kann meine Orangen gewinnbringend schon ab 20 Cent anbieten, ab 10 Cent anbieten. Deutlich über deinem eigentlichen Einstiegspreis. Also hast du keine Chance zu gewinnen. Ein Beispiel dafür ist John D. Rockefeller. Für Leute, die es nicht kennen, ja, eigentlich müsste man Rockefeller kennen.
Rockefeller ist ein großartiges Beispiel, übrigens zwischenzeitlich einer der reichsten Männer der Welt, beziehungsweise war er sogar zwischenzeitlich. Er war der Gründer von Standard Oil. John D. Rockefeller ist in Armut aufgewachsen, das ist eine kurze Geschichte. Sein Vater war ein riesiger Betrüger, hat eine Doppelehe geführt. Der John ist in ärgster Armut aufgewachsen, musste seine Mutter unterstützen. Das heißt, er war ein abgebrühter Geschäftsmann. Er ist bekannt geworden dafür, dass er Standard Oil aufgebaut hat und aus Standard Oil, ihr kennt alle Tankstellen, die ihr heute kennt, die haben irgendwas mal mit Standard Oil zu tun gehabt. Das ist eine Ölraffinerie, eine Ölproduktion gewesen in Amerika, beziehungsweise ist, glaube ich, immer noch, aber die wurde halt aufgeteilt in einzelne kleine Konglomerate, weil es einfach Monopol wurde. Also was hat John D. Rockefeller gemacht? John D. Rockefeller hat Öl verkauft und verschifft und rübergebracht. Also was hat er gemacht, um seine Competitor zu schlagen? Das, was er hatte, ist einmal den Preis des Öls, weil er musste Öl raffinieren, er musste es aus der Erde heben und er musste es raffinieren, er musste es halt verarbeiten. Der andere Kostenpunkt, den er hatte, waren die Transportkosten, die Logistikkosten. Rockefeller hat nun angefangen, die Logistiker, beziehungsweise die Railway Company, das waren die Pennsylvania Railway Company, die New York, sonst was, Central Railway Company und die Erie, das sind so die drei Hauptträger gewesen für das Thema Zugverkehr in Amerika. Ende des 19. Jahrhunderts war das, glaube ich. Und Rockefeller hat mit denen einen geheimen Deal geschlossen, hat gesagt, hey, ich garantiere dir eine bestimmte Lieferung, eine bestimmte Menge an Lieferung an Öl für deine Planbarkeit. Im Gegenzug hingegen will ich, dass du mir die Lieferung 50% günstiger anbietest als meinen Konkurrenten. Und, um einen draufzulegen, ich möchte auch noch 20% von den Einnahmen haben, wenn mein Konkurrent über dich schifft, sodass ich weiß, A, dass ich Geld an ihm verdiene und B, er zudem auch noch mir sozusagen insgeheim verrät, wie viel er gerade verschifft, von wo nach wo. Also hatte Rockefeller im Grunde genommen immer einen Preisvorteil, wenn es um den Kampf ging, sein Öl an den Mann zu bringen. Weil A, seine Konkurrenten haben ihn indirekt bezahlt, dafür, dass sie ihr Öl verschifft haben. Und B, er wusste ganz genau, selbst wenn er in der Ölraffinerie nicht effizient genug war, konnte er durch die Logistikkosten, die er gesenkt hat für sich selber, dafür sorgen, dass er einfach eine höhere Marge hat und er geringere Kosten hat und damit dementsprechend halt einfach die Leute unterbieten konnte. Das nennt man Price Undercutting. Ja? Das sieht man auch sehr oft jetzt gerade Indien, China, diese Weltmächte, die ja groß geworden sind, weil sie uns im Westen undercutten mit den Gehältern, die sie in der Lage sind, ihren Menschen zu zahlen. Der Stand, der Standard of Living ist in Amerika, ist in China, Indien, Pakistan viel geringer gewesen. Deswegen haben die ganzen Unternehmen dort produziert, haben die günstigen Arbeitskräfte dort genutzt. Und wie, was ist passiert? Der Westen hat nach und nach nachgelassen im Wirtschaftswachstum und diese Mächte sind nach vorne gekommen wegen Price Undercutting. Wie es im Kleinen funktioniert, so funktioniert es auch im Großen. Standard Oil, lange Rede, kurzer Sinn. Standard Oil wurde zu einem der erfolgreichsten Konglomerate aller Zeiten, war sogar so erfolgreich, dass man wegen ihm Monopolgesetze aufstellen musste, weil das war einfach unfair. Es gab Antitrust Laws, übrigens Antitrust, das Wort Antitrust im Amerikanischen kam wegen Standard Oil und Standard Trust. Und das ist ein Weg, ein Monopol zu kreieren, welches aber für dich als Agenturinhaber wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Der zweite Weg ist es, sein LTV so hoch zu erhöhen, dass du dir leisten kannst, mehr Geld auszugeben pro Kunde als alle anderen. Es gibt dafür ein Zitat. In business, the company that wins is not the one with the most customers, it's the one that is able to spend the most to acquire one. Ein anderes Beispiel dafür ist in dem Fall unsere Freunde von Starbucks. Starbucks hat, glaube ich, über 30.000 Filialen auf der Welt. Über 80% davon gehören zum Unternehmen selber, sind keine Franchise-Träger. Wie konnte Starbucks es schaffen, sich gegen all die anderen Coffeeshops durchzusetzen? Ganz einfach. Um es einfach runterzubrechen auf einen einzigen Kernwert. Starbucks hat einen Lifetime Value auf deren Kaffee und Kuchen in Höhe von $14.000. Das heißt, Starbucks weiß, wenn ein Kunde einmal bei ihm durch die Tür geht, wird er im Schnitt $14.000 ausgeben. Bedeutet, wenn ich jetzt einen Coffeeshop aufbauen soll, ich nenne ihn Tarek Coffee, ja, TJ Coffee, dann muss TJ Coffee in der Lage sein, mit Starbucks zu konkurrieren. Aber wie kann ich denn mit Starbucks konkurrieren, wenn meine Produkte $1, $2, $3, $5 kosten, wenn ich es hier zu tun habe mit einem Giganten, der $14.000 einnimmt
pro Kaffee, den er, pro Kunde, den er gewinnt. Das heißt, wer jetzt aufgepasst hat, Starbucks könnte es sich, wenn sie nur den LTV to CAC von 4:1 halten wollen, im Schnitt leisten, 3000 Euro, ja, 3000 Euro pro Kunde auszugeben. Starbucks kann sich ein CAC leisten, wenn sie nur nach einem 4:1er CAC streben wollen, aber das tun sie natürlich nicht, weil sie verkaufen gekochtes Wasser. Aber wenn sie es wirklich auf die Spitze treiben wollen und sie mich auslöschen wollen, wenn sie TJ Coffee auslöschen möchten, dann könnten sie sich bis zu 3000 Euro Akquisitionskosten leisten. Um einen Kunden zu gewinnen, der das erste Mal einen Kaffee bei ihnen kauft. Das heißt, wenn TJ Coffee und Starbucks beide um denselben Kunden bieten und wir beide machen Printmedien, wir beide machen Facebook-Werbung, wir beide machen Flyer verteilen und so weiter, könnte Starbucks 3000 Dollar ausgeben, bis dieser Kunde sich entscheidet, dahin zu gehen. Wie soll ein einfaches Kaffeegeschäft dort mithalten? Und das ist auch die Quintessenz für dich als Agenturbetreiber oder Softwaredienstleister oder was auch immer. Du musst das LTV-Game spielen. Du musst dafür sorgen, dass deine Kunden bei dir mehr Geld ausgeben, damit du sie ausschlachten kannst, damit du deine Konkurrenz aushebeln kannst. Ganz einfach nur mal. Weil du wirst es niemals hinbekommen, wie Rockefeller, massives Undercutting zu betreiben, weil dafür müsstest du dein gesamtes Fulfillment durch KI ersetzen. Das geht übrigens, man kann es schaffen, dass man seinen Delivery-Cost nach und nach immer wieder verringert, vor allem mit den neuen Technologien wie KI und so weiter. Man kann Copies schreiben lassen, Landingpages bauen lassen von KI. Das geht alles. Das ist auch sehr brandaktuell. Aber der sichere Weg ist der zweite Weg. Das ist der LTV-Weg. Und darauf möchten wir jetzt heute eingehen. Mit einem Beispiel. Ja. Agentur A ist die AA Media. Ja. Und die Agentur B ist Agentur B. AA Media hat einen Lifetime Gross Profit von 6.700 Euro. Das heißt, sie verdienen 6.700 Euro pro Kunden, den sie gewinnen. Das ist nach Abzügen der Delivery-Kosten. Geben tun sie 1,5 dafür aus, um einen Kunden zu gewinnen. Dann haben wir Agentur B. Die haben einen Lifetime Gross Profit von 62.000 Euro. Und geben 7.000 Euro im Marketing und Vertrieb aus, um einen Kunden zu gewinnen. Wer gewinnt? Ja, ziemlich offensichtlich, weil der LTV to CAC hier bei knapp 9 ist und hier ist er bei gerade mal 4. Ja, aber was viel, viel wichtiger ist, ist, was diese Agentur sich noch leisten kann, ausgeben zu dürfen. Ja? Nehmen wir mal das gleiche Verhältnis. Hier haben wir ein LTV to CAC von, einen Moment, 6.700 zu 1.500 ist ein LTV to CAC von 4,46. So. Dann müssten wir das einmal anpassen. Angenommen, wir nehmen jetzt den 7.000er CAC mal 4,46. Dann würde sich der LTV verändern auf 31.000. Nehmen wir mal 32.000, einfach um es simpel zu halten. Dann hätten wir hier einen identischen LTV to CAC. So, um es einfach zu machen. Wie haben wir? Hier haben wir einen 4,46er zu 1 LTV to CAC und da auch. Welche Agentur hat die besseren Chancen? Agentur B. Lass mich dir erklären, warum. Wir erinnern uns, wir dürfen maximal auf ein Verhältnis von 4:1 kommen, also im schlimmsten Fall 3:1. Das heißt, wenn wir hier noch auf das 4:1 Verhältnis kommen wollen, haben wir hier nochmal 1.000 Euro, die wir noch ausgeben dürfen. Weil wenn wir auf 8.000 Euro CAC kommen, ja, dann sind wir bei genau 4. Hier dürfen wir maximal 6.700 durch 4, 1.675. Das heißt, hier dürfen wir maximal 175 Euro noch ausgeben. Ich hoffe, das ist verständlich. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Stellen wir uns vor, diese 0,46, die wir hier beide haben, sind ja technisch gesehen noch Budget, was man ausgeben könnte, um einen Kunden zu gewinnen, obwohl man noch profitabel wäre. Weil da wären wir noch bei 4. Agentur B könnte sich noch leisten, 1.000 Euro mehr Budget zu investieren in Vertrieb und Marketing, um einen weiteren Kunden zu gewinnen, wohingegen Agentur A sich nur leisten kann, 175 Euro auszugeben. Das heißt, obwohl die Verhältnisse gleich sind, hat der höhere LTV für eine höhere absolute Summe an potenziellem Marketingbudget gesorgt. Das heißt, diese Agentur muss mit irgendwie 170 Euro extra Adspend oder 170 Euro extra Provision irgendwas hinbekommen, einen weiteren Kunden zu gewinnen, wohingegen diese Agentur es schafft, mit sogar 1.000 Euro kann sich das leisten.
Nehmen wir mal das Beispiel von deinem Vertriebsmitarbeiter. Sehr viele von euch sind in dieser Range hier. Sie sind alleine, sie haben eine Agentur, es funktioniert, sie wollen Vertriebsmitarbeiter einstellen. Wenn ich einen Vertriebsmitarbeiter einstellen möchte, ja, der mich meinetwegen 2.500 Euro kostet, was muss der einbringen, um auf einen 4,46er CAC zu kommen? Also, nehmen wir mal die 2,5 mal den Faktor 1,5. Dann kommen wir auf eine Vollkostenrechnung von 3.750 Euro. So. Dieser Wert hier, den multiplizieren wir jetzt mal mit dem tatsächlichen Verhältnis. Das heißt 3.750 mal 4,46. 16.725 Euro. Sorry, Vollkosten. Das heißt, dieser Vertriebsmitarbeiter bei dieser Agentur müsste insgesamt ab dem ersten Monat 16.725 Euro einbringen, damit er sich lohnt. Jetzt schauen wir uns mal das Gleiche nochmal an bei der Agentur. Wir haben hier 3.750, 32.000 Euro, gleiche Summe. Er müsste auch hier 16.725 Euro einbringen, damit er sich lohnt. Aber die Frage ist, wie viele Kunden müsste er hier einbringen? In dieser Agentur müsste er, teilen wir nur durch die LTV, 6.700, ab dem ersten Monat 2,4 neuen Kunden einbringen. Das heißt, ich hätte den Vertriebsmitarbeiter eingestellt und er muss sofort 2,5 Kunden pro Monat ballern. Sobald er im dritten Monat es noch keinen Kunden gebracht hat, muss er im dritten Monat schon 7,5 Kunden bringen. In dieser Agentur ist er deutlich entspannter. Warum? Weil er in dieser Agentur, wenn wir jetzt die 32.000 Lifetime Gross Profit durch die 16.725 teilen, 32.000 durch 16.725, nee, umgekehrt, 16.725 durch die 32.000. Hier müsste er nur einen halben Kunden einbringen, jeden einzelnen Monat. Das heißt, wie ihr seht, hier ist der Mitarbeiter direkt ab dem ersten Monat bemüht, 2,5 Kunden einzubringen. Hier kann der Mitarbeiter relativ sachte reinkommen. Ihr habt genug Zeit, ihr bringt Geduld mit als Agenturinhaber. Ihr seid nicht darauf angewiesen, dass er jetzt sofort funktioniert. Das heißt, der höhere LTV sorgt nicht nur dafür, dass ich mehr Geld ausgeben darf im Marketing. Er sorgt nicht nur dafür, dass ich mehr Geld ausgeben darf im Vertrieb. Er sorgt auch dafür, dass ich mir Fehler erlauben darf im Vertrieb. Bei einem solch engen LTV-to-CAC-Verhältnis, beziehungsweise bei einem solch geringen LTV, muss jeder Schritt sitzen. Eine geringere Abschlussquote, eine geringere Effizienz sorgt automatisch dafür, dass sich alles überschlägt. Solange ich einen hohen LTGP habe, kann ich mir mehr Zeit lassen und kann dafür sorgen, dass ich etwas gelassener an die Sache herantrete. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es führt kein einziger Weg dran vorbei, sein Lifetime Value kontinuierlich zu erhöhen. Ja, wir wollen den Customer Acquisition Cost senken, indem wir natürlich effizienter werden im Closing, indem wir mehr Termine bekommen und so weiter. Aber das ist genau der Punkt. Das ist genau das Problem, welches euch eingetrichtert wird in dieser Branche. In dieser Branche wird euch Angst gemacht. Angst gemacht darüber, dass euer Customer Acquisition Cost sich steigert. Das heißt, eure Termine tauchen nicht mehr so leicht auf, ihr kriegt weniger Termine, weil ihr vielleicht im Recruiting-Markt unterwegs seid und ihr werdet, ihr müsst dauernd in Vergleichstermine, eure Closing Rate geht runter, weil die anderen günstigere Preise haben und dann versuchen euch irgendwelche Consulting-Dienstleister zu sagen, hey, ich habe hier diese magische Methode, wie dein Kalender voll wird oder wie du nie wieder Cold Calling machen musst, die ganzen Arbeitsverweigerungsmaßnahmen, Cold Calling funktioniert nicht. Doch, du Dödel, Cold Calling funktioniert, aber die Agentur, die gewinnt, ist nicht die Agentur, die zwangsläufig die besten Cold Caller sind, sondern die Agentur, die gewinnt, ist die Agentur, die es schafft, einmal einen Kunden zu gewinnen durch sinnvolle Outbound-Maßnahmen, aber auch Inbound-Maßnahmen wie Ads, Cold Calling, Cold Mailing, Empfehlung, was auch immer es sein mag, aber dann es schafft, den Kunden lange zu halten. Die Firmen, die wirklich gewinnen, Firmen wie Coca-Cola, Firmen wie Apple, Firmen wie Mercedes, Firmen wie die Allianz, Firmen wie alles IKEA. Das sind Firmen, die müssen sich nicht den nächsten Hack aus dem Arsch ziehen, wie sie mehr Leute durch die Tür bekommen. Bei denen ist der Lifetime Value hoch. Schau es dir doch mal an. Schau dir mal Firmen an wie Apple, Google, YouTube, IKEA, Allianz, Coca-Cola, McDonald's,
Das sind Firmen, wo du immer und immer und immer und immer und immer wieder hingehst. Die haben nicht irgendeinen Hack gefunden, wie sie über eine Instagram-Page, wenn sie die Hashtags richtig platzieren, dich dazu bringen, auf ihre Seite zu kommen. Sie haben auch nicht das magische neue Inbound-System kreiert oder getestet von irgendeinem Schwachkopf-Consultant online. Sie haben auch nicht, keine Ahnung, ihr Angebot umgestellt, weil Recruiting funktioniert nicht mehr, du musst jetzt Neukundengewinnung anbieten. Nein, haben sie nicht. Was sie gemacht haben ist, sie haben es geschafft, dass du immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder kommst. Nicht ein neuer Kunde, sondern immer die gleichen Kunden. Und das ist der Weg, wie man ein erfolgreiches Business baut, dafür zu sorgen, dass die Kunden immer wieder kommen. Ihr seid einfach nur dauerhaft in der Neukundenspirale. Ihr wollt immer Neukunden, 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 Neukunden. Weil das, verstehe ich auch, das ist der Weg, wie ihr von null auf ein bisschen Geld auf dem Konto gekommen seid. Das ist der Weg, wie ihr das erste Mal einen sechsstelligen Kontostand bekommen habt. Ihr habt Neukunden geballert, das ist das Einzige, was ihr kennt. Aber meine Freunde, wenn ihr ein nachhaltiges Business bauen wollt, wenn ihr dafür sorgen wollt, dass euer Geschäft funktioniert, ohne dass ihr euch den nächsten Hack aus dem Arsch ziehen müsst, ohne dass ihr euch andauernd umpositionieren müsst, dann braucht es Bestandskunden. Und ich gebe euch mal einen Tipp. Die Nummer 1 Art und Weise, wie ihr rausfinden könnt, dass jemand scheiße darin ist, Bestandskunden zu halten und die Claims, die er macht, ja, die Aussagen, die er tätigt, auch wirklich den Wert zu verleihen, ist, indem er sich alle 2 Jahre umpositioniert. Es gibt diese Clowns, die sich immer und immer wieder umpositionieren müssen. Heute machen sie Consulting, morgen machen sie Dropshipping-Coaching, danach machen sie Erfolgscoaching, dann machen sie Mindset-Trainings, danach bieten sie irgendwelche Touren mit Ayahuasca an. Jetzt ist das neue Ding, jetzt bietet jeder School-Communities an und hilft dir, wie du mit deiner School-Community was aufbaust. Immer das Gleiche. Und übermorgen machen sie was ganz anderes, irgendwas wie KI-Trainings. Diese Leute suchen immer nur nach dem nächsten Angebot, welches einen geringen CAC mit sich zieht. Neue Angebote, die gerade heiß sind, haben einen geringen CAC. Ja, einen geringen Customer Acquisition Cost, weil sie irgendeine magische Pull-Kraft haben. Nimm das Beispiel Fidget Spinner. Vor einigen Jahren haben alle auf einmal Fidget Spinner gemacht. Warum? Weil das ein Trendprodukt war. Es hatte einen massiven Pull. Der Bedarf an diesem Produkt war riesig, weil alle es haben wollten. Das heißt, der CAC war sehr gering. Was dann aber passiert ist, ist der Lifetime Value. Alle Fidget Spinner Stores sind heute tot. Warum? Weil sie ein Fidget Spinner Store waren. Und sobald niemand mehr Fidget Spinner haben wollte, haben sie ihren Kunden nichts weiter verkauft. Das war das Problem. Die einzigen Leute, die es geschafft haben zu überleben, sind entweder die Leute, die Fidget Spinner mit angeboten in ihrem Sortiment und dann es geschafft haben, ihre Kunden immer weiter zu pflegen, was ich aber für sehr unwahrscheinlich halte, oder die haben den Store geschlossen, sobald es nicht mehr ging und sind dann wieder zum nächsten Trendprodukt gehoppt. Aber die wirklich nachhaltigen Businesses, die haben den Fokus auf dem LTV. Lange Rede, kurzer Sinn. Die große Frage ist, was führt zu einem hohen LTV? Und du wirst jetzt sagen, Kundenzufriedenheit. Und ich muss sagen, nein, es ist nicht Kundenzufriedenheit. Wie, Tarek, ist nicht Kundenzufriedenheit? Der zentrale Punkt, wenn es um den LTV-Erhöhung geht, ist nicht Kundenzufriedenheit. Wie, warum nicht? Ja. Denk doch mal an eine Firma, die eine geringe Kundenzufriedenheit hat, aber man geht immer wieder hin. Fällt dir eine ein? Ja, mir fallen zigtausende ein. Zum Beispiel Telekommunikationsdienstleister. Telekommunikationsdienstleister haben so ziemlich mit die geringste Durchschnittskundenzufriedenheit, aber du musst immer wieder und wieder und wieder und wieder hingehen. Wie schaffen die das, einen großen LTV zu behalten? A, es sind Monopole, ja, es sind legale Monopole, weil die vom Staat subventioniert sind. Natürlich können wir uns davon nichts abschauen, vielleicht irgendwie, wenn dein Vater vielleicht irgendein großer Politiker ist, kannst du dir überlegen, ob du so ein Business aufbaust. Und sie haben lange Verträge und wir haben keine anderen Optionen. Das heißt, dadurch, dass es ein Monopol ist, man hat keine anderen Optionen, es sind lange Verträge, kommen wir immer wieder zurück. Was ist eine weitere Firma, die einen sehr, sehr hohen LTV hat, aber eine geringe Kundenzufriedenheit? Tabakhersteller. Ich bin mir sehr sicher, dass die Kunden von Marlboro nur bedingt zufrieden sind, dass das Produkt, was sie konsumieren, ihnen Krebs gibt. Aber was ist der Grund dafür, dass der LTV immer höher ist? Abhängigkeit. Das heißt, eine Abhängigkeit zu schaffen, ist eine Möglichkeit, sein LTV hochzuhalten. Aber das geht gar nicht darum, dass ich sage, dass Kundenzufriedenheit gar kein Punkt ist. Kundenzufriedenheit ist ein kleiner Punkt, aber ich wollte dir Beispiele zeigen von Unternehmen, die es geschafft haben, trotz einer geringen Kundenzufriedenheit einen hohen LTV zu haben. Das heißt,
Was es uns damit sagt, ist, es gibt auch andere Faktoren, die zum LTV führen. Weil die meisten Leute von euch denken, dass der LTV nur hoch sein kann, wenn ich dafür sorge, dass die Kundenzufriedenheit hoch ist. Kundenzufriedenheit ist einer der Faktoren, aber er kann nicht alleine stehen. Wenn Kundenzufriedenheit der einzige Faktor ist, den du fokussierst, dann wirst du keinen hohen LTV haben. Noch eine Werbeunterbrechung, ganz genau. Ja, ich brauche dein Feedback. Nochmal, wenn du bis hierhin gekommen bist, dann muss ich ja mein Feedback haben. Gefallen dir diese Long-Format-Videos mehr oder eher Entertainment? Wie gesagt, ich feiere das mehr. Ich habe eher Lust, Value zu providen. Deswegen, wenn du das feierst, dann signalisier es mir einmal in den Kommentaren mit einem Daumen hoch, mit Juhu, Juhu, Haha, voll geil. Und sag mir bitte, welcher dieser Videos, also beziehungsweise welcher Teil dieses Videos dir am meisten gefallen hat. Also, was führt denn nun zu einem hohen LTV? Die Formel ist Frequenz plus Produkt/Handlungsempfehlung mal Sicherheit gleich hoher LTV. Was heißt das, Tarek? Was heißt Frequenz und Produktempfehlung und Handlungsempfehlung und Sicherheit? Erkläre ich dir, mein Freund. Also, Frequenz beschreibt im Grunde genommen die Wiederholung, wie oft ich mit der Marke konfrontiert werde. Denk an Telefone, dann denkst du an iPhone. Denk an Tankstellen, denkst du an Shell oder Aral oder was auch immer. Denk an Kaugummi, du denkst vielleicht an Extra oder Wrigley's oder was auch immer. Denk an Burger, denk an McDonald's, der andere denkt an Burger King. Wo egal woran du gedacht hast, die Marke, an die du denkst, initial, wenn ich eine bestimmte Produktkategorie nenne, ist die Marke, die am meisten mentale Verfügbarkeit hat von dir für die Produkte. Das ist die Marke, die am besten es hinbekommen hat, diese Verfügbarkeit zu kreieren. Und diese Verfügbarkeit kreiert man durch frequente Kontaktpunkte. Ja? Frequenz heißt zum Beispiel in deinem Fall als Agentur, Ads, Retargeting, das ist ja auch, fällt auch unter Ads, Kundenbetreuungsgespräche, Workshops, Content Marketing wie Podcast, Goodies wie zum Beispiel Fanartikel, wie eine Zigarettenanzünder oder ein Glas oder was auch immer. Dann haben wir Videokurse, die sie von dir konsumieren. Dann haben wir Live-Events, das heißt Kontaktpunkte, die kreiert werden, wo du es schaffst, mit deinem Kunden deine Marke in Verbindung zu bringen. Die sorgen dafür, dass deine mentale Availability größer wird. Wenn du an Telefone denkst, denkst du heute zu 90% an Apple, an iPhone. Wenn man aber deine Eltern fragen würde vor 20 Jahren, an welches Telefon sie denken, wenn sie ans Telefon denken, würden sie sagen Nokia, BlackBerry, Motorola. All diese Marken sind heute tot. Warum? Weil die Frequenz runtergegangen ist. Wir werden mit den Marken nicht mehr konfrontiert, also wollen wir sie auch nicht mehr konsumieren. Selbst wenn Nokia gerade ein besseres iPhone rausgebracht hätte, im stillen Kämmerlein, würde keiner ein Nokia-Phone kaufen. Warum? Weil wir damit nicht konfrontiert sind, weil wir das nicht sehen. Wenn wir ein neues Telefon haben wollen, haben wir most likely ein weiteres iPhone geholt. Ist da die Kundenzufriedenheit zu hoch? Jetzt mal ganz ehrlich, bist du so zufrieden mit deinem iPhone, dass es spätestens nach 2 Jahren anfängt zu spinnen? Dass du ganz genau weißt, dass die Batterie absichtlich einen Fehler hat nach dem 3. Update, dass du weißt, dass die Batterie immer heiß wird, dass du alle 3 Stunden laden musst, dass die Calls dauernd abbrechen. Nein, das ist nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt ist, Apple hat es extrem gut gemacht mit der Customer Journey, aber da komme ich jetzt gleich zu. Der zweite Punkt ist die Handlungs- und Produktempfehlung. Deine Kunden können nicht dein Produkt kaufen, wenn du ihnen nicht sagst, dass sie es kaufen sollen. Ganz einfache Sache. Beispiel. Du hast eine Dienstleistung, Recruiting, 3 Monate, eine Stellenbesetzung, 6K. Wie viele Upsell-Angebote hast du bereits verschickt? Wenn die Antwort ist unter 5, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du nicht mehr als 5 Upsells gemacht hast. Kein Kunde der Welt wird sagen, Herr Müller, wissen Sie, diese 3 Monate Recruiting-Kampagne waren bombastisch. Wir haben 25 Bewerbungen generiert und auch noch 6 Einstellungen. Haben Sie zufälligerweise einen Upsell für mich? Irgendwie was wie Employer Branding 12 Monate für 36.000 bis 60.000 Euro? Hätten Sie da was? Das macht doch keiner. Also wie kannst du dann erwarten, dass dein Kunde das auch macht? Das heißt, du brauchst Handlungs- und Produktempfehlungen. Stell dir vor, YouTube. Woran verdient YouTube Geld? YouTube verdient Geld daran, dass sie die Werbung ausstrahlen. Das heißt, YouTube verdient daran Geld, dass du viel Zeit auf der Plattform verbringst, sodass sie dir mehr und mehr Werbung ausstrahlen dürfen. Richtig oder falsch? Richtig. So verdient YouTube Geld.
Also muss YouTube dafür sorgen, dass du auf der Plattform bleibst. Wie sorgt YouTube dafür, dass du auf der Plattform bleibst? Handlungsempfehlungen. Stell dir vor, YouTube wäre ein schwarzer Screen. Du gehst auf youtube.de, ist aber nur eine schwarze Suchleiste. Du gibst ein Sales Hacks LTV to CAC. Dann siehst du dieses Video. Sobald das Video vorbei ist, wird der Screen wieder schwarz und du kriegst keine weiteren Handlungsempfehlungen. Da wird nicht ein Video vorgeschlagen von uns aus Monaco. Da wird nichts vorgeschlagen. Das nächste Video spielt nicht los, sondern einfach, wie viel Zeit würdest du auf YouTube verbringen? Minimal weniger. Der Grund, weshalb wir auf Instagram, auf YouTube, auf Netflix so viel Zeit verbringen, ist, weil wir nach jeder abgeschlossenen Handlung immer die nächste Handlungsempfehlung bekommen. Instagram ist teilweise so schlimm, du bist am Scrollen. Erstens, es macht Spaß zu scrollen. Das heißt, die haben einen Dopamineffekt eingebaut mit dauerhaft mehr und mehr zu konsumieren. Und das Zweite ist, wenn du ein Video siehst, auf YouTube oder auf Facebook oder auf Instagram, sobald das Video vorbei ist, fängt das nächste an, einfach wieder zu spielen. Genauso auf Netflix. Auf Netflix geht die nächste Folge einfach wieder los. Immer wieder und wieder und wieder und wieder, weil du mehr Zeit auf der Plattform verbringst. Das heißt, Handlungs- und Produktempfehlungen sind zentral für deinen Erfolg im Key Account Management. Darüber reden wir gleich im Customer Journey Thema. Und Sicherheit, das ist das dritte und wichtigste Thema, mit das wichtigste. Beispiel, du bist in einer fremden Stadt. Ja, angenommen, du bist das erste Mal in Mailand. Nee, nicht vielleicht nicht in Mailand, sondern du bist in Asien, ja? In Asien, in irgendeinem shady Ort, irgendwo in Indien. Und dann siehst du den netten Inder von nebenan, wie er in 40 Grad Sonne Döner produziert. Ja, den Hähnchendöner. Und er fässt ihn mit seinen dreckigen Händen an. Und überall drumherum sind, also du weißt, was ich meine. Ja, es ist ein Döner, es ist ein Dönerladen. Vielleicht sieht er sogar gut aus, der Dönerladen. Vielleicht sieht der Dönerladen sogar gut aus. Nee, angenommen, wir sind in Indien und der Dönerladen sieht richtig gut aus. Und du hast richtig Hunger. Und auf der anderen Seite siehst du McDonald's. Wofür entscheidest du dich? 120.000% für McDonald's. Warum? Nicht, weil dir vielleicht Döner weniger schmeckt. Ich persönlich mag Döner mehr. Aber die Anzahl der Male, wo ich im Ausland war, in Spanien, in Italien, in Portugal, egal wo ich war, wenn es dort Döner oder McDonald's gab und es diese einzigen zwei Optionen waren, da habe ich mich definitiv nicht für den lokalen Dönerhändler entschieden. Nicht, weil ich das Produkt mehr mag oder weil die Kundenzufriedenheit bei McDonald's höher ist. Ganz im Gegenteil. Ganz ehrlich, bei McDonald's ist man eigentlich nur, weil man sich irgendeinen Müll in den Rachen schieben will, der dich einfach nur satt macht. Aber es war die Sicherheit. Es war die Sicherheit, dass ich wusste, ich krieg diesen Big Mac so, wie ich ihn kenne. Ich krieg höchstwahrscheinlich nur Bauchschmerzen und keinen Durchfall. Beim Dönermann kann ich mir da nicht sicher sein. 6 von 10 Fällen im Ausland ist immer ein Griff ins Klo, ja? Oder auf jeden Fall eine Rundreise auf dem Klo. Das heißt, Sicherheit ist ein zentraler Punkt in den Kaufentscheidungen. Du musst dafür sorgen, dass dein Produkt das geringere Übel ist. Menschen mögen keine Experimente und wählen ungern Neues aus, wenn sie auch die Möglichkeit haben, zum Alten zu greifen, wo die Sicherheit da ist, dass es funktioniert. Deswegen besuchen sie immer wieder die gleichen Restaurants, deswegen besuchen sie immer die gleichen Orte beim Urlaub, deswegen schauen sie immer den gleichen, haben sie immer den gleichen Radiosender an, weil dort die Sicherheit am höchsten ist, dass sie gute Musik hören und so weiter und so fort. Beispiel von Apple und McDonald's. Fangen wir mal mit Apple an. Apple hat eine Customer Journey, die absolut genial ist. Ich möchte einmal, dass du bei diesem Spiel mitmachst. Was wollte Apple, dass du als erstes kaufst? Richtig, ein iPhone. Was wollte Apple, dass du dann kaufst? Richtig, Accessoires für dein iPhone. Deswegen haben sie auch angefangen, deine Kopfhörer nicht mal mehr mitzuliefern. Früher hast du Kopfhörer bekommen, dann hat Apple gemerkt, warte mal ganz kurz. Wir haben hier einen LTV-Maximierer und wir nutzen den nicht. Ah, bam, Kopfhörer raus aus der Box. Wir fangen jetzt auch an, Kopfhörer zu verkaufen. Nachdem du Kopfhörer gekauft hast, verkauft Apple dir irgendeinen Laptop. Sobald du einen Laptop gekauft hast, brauchst du einen Adapter für deinen Laptop. Hat Apple übrigens wieder gemacht. Die haben gesagt, warte mal ganz kurz. Wieso haben wir diese ganzen Ports eigentlich angeboten? Wir sind blöd. Lass uns doch einfach die Ports wegnehmen vom MacBook und einen Port-Adapter verkaufen. Das ist doch absolut genial. Richtig, das machen wir jetzt. Damit diese Idioten wieder 100 Euro ausgeben, nur damit sie ihre Scheiße anschließen können. Ja. Sobald du deine Ports gekauft hast, bist du sowieso am Arsch, weil du bist so ein Depp gewesen, dass du dir einen Laptop gekauft hast, für den du einen Port-Anschluss-Adapter kaufen musst, damit du überhaupt deine Scheiße benutzen kannst. Ab dem Moment hat Apple dich im Loop. Und dann kaufst du die unnötigsten von unnötigsten Scheiße. Du kaufst
Apple TV. Und wenn du richtig bescheuert bist, dann kaufst du diese Apple Vision. Diese Goggles, die halt rausgekommen sind, diese Apple Virtual Reality Scheiße, wo du halt aussiehst wie so ein Marsmensch. Da musst du ja wirklich komplett durch in der Birne sein. Aber einfach Frage an dich. Wieso ist es, dass wir uns einig sind, dass man immer als erstes iPhone kauft? Weil es der einfachste Sell ist. Es hat die höchste Value to Price Proposition. Der Value beim iPhone ist massiv. Ich krieg einen, damals, als das iPhone rausgekommen ist, ich krieg einen E-Mail-Postfach. Ich krieg einen MP3-Player. Ich krieg einen, zudem auch noch ein Telefon. Ich krieg einen Videoplayer. Ich kann Filme gucken. Ich kann YouTube-Videos schauen. Ich kann FaceTimen. Ich kann SMSen schicken. Wohingegen die anderen Telefone damals nur telefonieren und SMS verschicken konnten. Und vielleicht hart auf hart noch eine E-Mail chatten können. Das heißt, die Value Proposition, als das iPhone rausgekommen ist, war riesig. Und ich wette, dass der LTV to CAC beim iPhone mit Abstand am besten ist. Und immer das Produkt, welches den besten LTV to CAC hat, ist das, was bei dir am Anfang kommen muss. Vielleicht machst du ja den Fehler und verkaufst am Anfang ein Produkt, welches gar nicht den besten LTV to CAC hat. Warum packen wir das Produkt, welches den besten LTV to CAC hat, an den Anfang? Ganz einfach, weil wenn ich hier den CAC bereits drin habe, dann ist jedes weitere Produkt nur noch ein LTV-Maximierer und spielt auf den LTV ein. Der CAC ist ja der Customer Acquisition Cost. Dieser Kunde kauft ein iPhone, dann Kopfhörer, Laptop, Ports, Apple TV, Apple Vision Pro und so weiter. Es wurde bereits das Geld ausgegeben, um ihn zu gewinnen als Kunden. Alles andere ist nur eingezahlt auf den LTV. Bang, 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 bang. Und das macht Apple absolut genial. Sie sorgen dafür, dass du immer weißt, was du als nächstes kaufst. Quasi haben sie nicht nur die Probleme aus deinem Leben geschaffen, sondern sie kreieren in deinem Leben sogar Probleme, wenn du verstehst, was ich meine. Es kann ja kein Zufall sein, dass diese Telefone magischerweise alle 2 Jahre auf einmal den Geist aufgeben und die Akkus auf einmal spinnen. Oder komischerweise die Kameraqualität irgendwie immer schlechter wird mit jedem Update. Ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber das ist etwas, glaube ich, wo wir uns alle einig sind. Um dafür zu sorgen, dass dein Kunde etwas bei dir kauft, kannst du auf ethische Art und Weise bei deiner Agentur eine Customer Journey bauen, um für ihn immer das nächste Problem zu lösen. Und vor allem muss dein Kunde vorher wissen, welches Problem du noch für ihn lösen kannst. Wir würden doch nicht Kopfhörer kaufen bei Apple, wenn wir nicht wüssten, dass wir dort Kopfhörer bekommen. Dein Kunde kann bei dir Employer Branding nicht kaufen, wenn er nicht beim Kauf des ersten Recruiting-Pakets nicht schon weiß, dass die nächste Haltestelle Employer Branding, Content Marketing, Reputationsmanagement, Leadership Training oder was auch immer es ist. Das geht nicht. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir immer den nächsten Schritt publizieren. McDonald's, das Beispiel hatten wir gerade schon ein bisschen vorhergenommen. Und jetzt kommen wir zu der Anwendung bei Agenturen. Product Development, Customer Journey, Key Account Management. Das Product Development ist da, wo die Magie entsteht. Das Product Development ist da, wo du Ideen bekommst für die Probleme deiner Kunden. Wie strebst du Product Development an? Du musst viele Vor-Ort-Termine machen. Viele Vor-Ort-Termine und erfragen, wo haben sie noch Probleme? Was sind die Wachstumshürden ihres Businesses? Das wird dir ein Kunde nicht verraten, wenn du nicht vor ihm sitzt im Termin. Er wird dir das definitiv nicht per Zoom verraten. Das macht kein Unternehmen der Welt. Machen die einfach nicht. Kein Geschäftsinhaber wird bei dir in einem Jour fix, welches du einmal alle 2 Wochen hast für eine halbe Stunde, sagen, ja, übrigens, ich habe in meiner Rechnungsstellungssoftware solche Probleme und mir wandern die Mitarbeiter andauernd ab und ich habe ein Churn-Problem bei meinen Kunden und. Das würde keiner sagen. Wann sagen sie es dir? Höchstwahrscheinlich bei einem netten Dinner, wenn du die Vertrauensbasis aufgebaut hast und so weiter und so fort. Das heißt, Product Development entsteht primär aus dem Sammeln von Informationen durch den Aufbau einer Beziehung. Je mehr Informationen und Datenpunkte du sammeln kannst, desto besser kannst du Produkte entwickeln, die deine Kundschaft kaufen will. Customer Journey ist genau das, was wir gesagt haben. Das heißt, du musst quasi schon von Anfang an deiner Kundschaft signalisieren, wann kommt welches Produkt. Lieber Herr Kunde, wir onboarden Sie jetzt. Das war eine großartige Entscheidung, dass Sie sich mit uns zusammengetan haben für das Recruiting-Projekt. Ich wollte Ihnen nur schon mal sagen, hier ist das Onboarding, hier ist ein Closing.
Ich wollte nur schon mal sagen, wir werden uns nun in Phase 1 von 4 begeben, innerhalb unserer Zusammenarbeit oder Phase 1 von 3 unserer Zusammenarbeit begeben. Die Phase 1 nennt sich nun mal Laying a Foundation oder der Aufbau der Grundlage. Dort werden wir Ihre Recruiting-Kanäle aufbauen, um schon mal ein bisschen Wasser ins Rollen zu bringen, ja, um das Rad schon mal ins Rollen zu bringen, damit wir einfach schon mal ein bisschen Vertrauen gewinnen können von Ihnen für diese Art der Recruiting-Methodik. Diese Phase ist nicht dafür da, dass wir irgendwelche bestimmten Ergebnisse erzielen. Diese Phase ist eher dafür da, dass Sie sehen, dass diese Methodik für Sie funktioniert und Sie dann bereit werden für die Phase 2, nämlich den Ausbau Ihrer Arbeitgebermarke. Ich werde dann im Laufe unserer Zusammenarbeit nach entweder 5 Bewerbungen, nach 5 eingegangenen Bewerbungen oder nach der ersten Einstellung auf Sie zukommen, wegen eines Workshops. Diesen Workshop werden wir nutzen, damit wir aus dem Werbebudget, was wir bereits nutzen, einfach mehr Euros rausholen können. Ich setze schon mal den Anker. Der Kunde hat, aha, ich habe das Onboarding, ich werde dann angesprochen nach 5 Bewerbungen. Aha, okay, es gibt hier noch weiteren Shit, den ich kaufen kann. Ihr müsst rausgehen aus dem Dienstleistungssektor und nur das machen, was der Kunde bei euch gekauft hat und anfangen, in die Beratungsschiene zu gehen und dem Kunden zu erklären, was er als nächstes kaufen wird. Im Key Account Management, kurze Frage. Wie viele deiner Key Account Manager wissen, was der Kunde noch bei dir alles kaufen kann? Wie viele Chancen haben sie, Abschlüsse zu machen, aber sie machen es nicht, weil sie gar nicht wissen, welche Produkte es noch gibt. Und wenn ein Upsell entsteht, dann musst du ihn für die Leute machen. Das sind alles riesige Fehler und das sind alles Dinge, die wir ganz gerne für dich und deine Customer Journey ausmachen möchten. Das ist eine individuelle Sache. Wenn du Interesse daran hast, mein Freund, und du sagst, ey, das hat alles voll Sinn gemacht, aber ich möchte es ganz gerne individualisiert bekommen, kein Problem, tritt entweder unserer School Community bei, die ist komplett kostenlos, oder noch viel besser, tritt unserer Beratung bei. Weil diese Dinge, die gebe ich dir kostenlos. Ich gebe dir gerne das ganze theoretische Know-how und das ganze und die ganzen Grundlagen, die ja auch sehr genial sind, den Beispielen, gebe ich dir kostenlos. Aber wie wir es individualisieren, wie wir es auf deine Marke runterbrechen, wie wir es auf deine Produkte runterbrechen, wie die einzelnen Skripte aussehen, wie die Gespräche gestaltet werden, wie die Workshops aussehen sollten und so weiter. Das gibt es nur bei uns in der Beratung und das möchten wir dir beibringen. Deswegen, wenn du Interesse daran hast, komm erstmal in unsere School Community oder melde dich direkt bei uns und wir werden das Ganze für dich individualisieren. An der Stelle, ich danke dir vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.